Oftmals steht man vor der Aufgabe, dass man seine PowerPoint-Präsentation, die hier mit der Version 2010 angefertigt wurde, an Leute weitergeben muss, die nicht die gleiche Softwareversion haben oder sie haben vielleicht auch gar kein Präsentationsprogramm, aber sie sollen sich trotzdem diese Präsentation anschauen können. Dazu gibt es eine Lösung über das Menü Datei oder über das Register Datei, das sollte man besser sagen. Kommen wir hier zum Speichern unter und da werden der Dateiname angeboten und üblicherweise die PowerPoint-Präsentation als Dateityp. Aber Sie können hier rechts auswählen, welche Version Sie nehmen wollen. Vielleicht die älteren PowerPoint-Versionen 97 bis 2003, die noch im Einsatz sind und viele setzen das also noch ein, weil sie da die Oberfläche gewohnt sind. Dann gibt es noch die Open Document Präsentation, die wird eingesetzt von Leuten, die das Open Office Programm nutzen oder StarOffice in neueren Versionen. Man ist dann also auch nicht an einen bestimmten Hersteller gebunden. Das, was ich jetzt nehme, das ist entweder PDF oder XPS, die sind beide geräteunabhängig. PDF heißt, dass man zum Öffnen den Acrobat Reader benötigt. Und das ist ja meistens in den Browsern integriert. Wenn man dann sein PDF-Dokument heruntergeladen hat, dann kann man mit dem Adobe Reader das lesen. Ähnlich ist es mit dem XPS-Dokument, das ist von Microsoft favorisiert. Wenn ich das nehme und klicke dann auf Speichern, dann wird das veröffentlicht und ich kann das im Internet Explorer oder einem anderen geeigneten Browser dann anschauen.